Ist es schon an oder ist es aus? Ja, was sollen wir denn jetzt machen? Sei doch mal die Klappe. Okay. Ich komme hier gleich aus dem Meißelmann. Das hört mir. Oh, ist ja geil. Okay. Knock, knock. Ja, das passt zu unserem Film. So. Servus, liebe... Wie so ein Mädchen. Servus, liebe Filmfreunde. Servus, liebe Filmfreunde. Okay. Servus, liebe Filmfreunde. Willkommen zu... Cinemanuel. Wow. Was soll ich das jetzt noch sagen? Aus Liebe zum Film. Also, sogar die Straßenzuschauer wissen schon, nur unser Herr Godzilla-Fan 1990 hat seinen Text nicht gelernt. Ich stand, ja, bravo, Stefan. Yeah. Kriegst nachher ein Plätzchen. So. Servus, liebe Filmfreunde, willkommen zu... Oh Gott, allein dieses Intro wird schon wieder episch. Okay. Okay, reißt euch zusammen. Wir ziehen es jetzt einfach ab. Wir ziehen es jetzt ab. Oh, oh. Wir hatten doch noch diesen Godzilla-Prank vor. Oh nein, nein. Wo ist denn... Snowspray, komm. Oh, lass mich's machen. Oh, lass machen. Ja. Schütteln. Aber nicht zur Kamera! Was? Und Eschstein. Das kommt am Schluss dazu, okay? Okay. Oh Gott. Ich wollte eigentlich sein Bart weiß machen. Mach mal. Doch, und dann fällt drauf. Prank! Frank the Tank. Okay. Können wir uns mal konzentrieren, ja? Ja. Der 10-10er. Wuuu! Gibst du mir ein paar Geldscheine her oder habt ihr alles ausgegeben auf der Filmmesse? Steckt mir in seinen Schlips. Dein Hosenstall ist offen, aber egal. Da ist wirklich ein Knopf auf. Ja. Ernsthaft. Warte. So, okay, jetzt nehmen wir auf. Oh, ich dachte schon, die Kamera. Put the camera into manual mode, into cinemanual mode. Okay. Ja, warte, ich hab ihn gleich hinten drin. Okay. Gut. Servus, liebe Filmfreunde, willkommen zu Cinemanuel. Aus Liebe zum Film. Ja. Yeah. Das ist voll scheiße bei mir. Ich muss mich. Oh, okay. Okay. Ja. Micha aus Wimmel. Hallo. Hallo. Okay, also. Servus, liebe Filmfreunde. Willkommen zu... Cinemanuel. Aus Liebe zum Film. Jo, und wir haben uns hier heute eingetroffen, um live von der Börse ein Weihnachts-Update-Video-Unboxing-Video zu drehen. Und was wir da genau vorbereitet haben, wissen wir selber nicht genau. Wir lassen uns jetzt erstmal überraschen. Und zwar haben wir hier eine kleine Blackbox. Ja, von Steelbook Deluxe Edition. Okay, aber wir wollen ja hier ein bisschen das Ganze festlich gestalten. Macht mal das auf. Jo. Halt mal kurz fest, wir haben hier wie immer, Cinemanuel typisch, einen Weihnachtsmann, der muss mit. Kurt, mach mal auf, bitte. Yes, Baby, und wir haben darin eine Schere. Mit der schneiden wir alles vorbereitet hier. Also meine Finger. Was für Finger? Okay, gut. Dann tun wir mal die Schere weg. Hier, unsere Santas Helfer sind auch alle hier. Und die kleinen Zauberfeen. Dann haben wir ein paar Handschuhe, aber die brauchen wir eigentlich gar nicht. Willst du trotzdem anziehen, oder? Ja, unser Kondom-Fetischist, sowieso. Dann brauchen wir natürlich ein paar Lämple. So.
in 3D? Logo, 4K, 3D, alles 4K, am Start. 4K, 3D, alles am Start hier beim Unboxing. Dann brauchen wir selbstverständlich so einer. Ah, Vorsicht mit deinem Ranzen, du schmeißt ja alles um. Also, hier. Ranzen, ich bin hier. So, okay, dann kommt der da weg. Dann haben wir noch ein kleines Säckchen vorbereitet. Ein Säckchen für den Säckchen. Bitteschön, liebe Kurt. Dankeschön, Manuel. Ja, dann greif doch mal rein in das Säckchen und hol, ich hol mal das Stamm Grüne raus. Ja, hol den Stamm, ja, hol den Stamm raus. Pack ihn aus, Baby. Ups. Yes, Baby. Tannenbaum darf natürlich auch nicht fehlen. Der leuchtet nicht. Da! Was haben wir noch drin? Nee, lass mal mich gucken. Lass mich mal in deinen Sack gucken. Lass mich mal ran an den Sack. Nee, das brauchen wir nachher. Okay, Santa's Helper, Little Helper. Ja, ich würde sagen, dann sieht's eigentlich schon recht festlich aus. Alles, was wir brauchen, ist noch ein bisschen Schnee. Nicht für die Nase, also Christoph Daum-Fans. Wuff! Darüber, auf den Mann! Yeah! Es! Dir klebt's im Gesicht! Oh Mann! Sieht aus wie das Ende eines Pornofilms. Ich hab's kommen sehen, im wahrsten Sinne des Wortes. So, Santa's Little Helper. Okay. Wir wollen euch aber selbstverständlich einen Film präsentieren. Und zwar was ganz Neues, brandheiß, aktuell. Der liebe Sven hat mich darauf aufmerksam gemacht. Und ja, ein Weihnachtsfilm. Halt den mal schön rein. Und der Film heißt? Santa's Knocking. Ja, Santa klopft an die Hintertür. Kein Kommentar. Ja, er steht nicht drauf, wenn jemand an seine Hintertür klopft. Er will lieber, dass der Santa wie immer durch den Kamin kommt, durchs Rohr. Durchs braune Rohr. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt vor, das Ganze für euch live und direkt hier vor der Kamera zu unboxen. Und ich würde sagen, machen wir das Ding mal auf. Du kriegst das vielleicht besser auf, weil du hast keine Handschuhe. Die sind gefühlsecht. Ah, scheiße. Ah, ja, egal. So, wir machen mal das gute Stück auf. Ja. Aber wir touchen es nicht mit deinen. Gib's. Ich überhebe. So. Die Folie müssen wir aufheben. Verpackungssammlung. Yo, Bro. High five, Bro. Hallo? Schnell. Summenwettamt. Schnell. Santa's Helper. Hilf auf. 5 Euro Strafe. So. Was soll ich jetzt sagen? Den Film kennt ihr nicht, Uncut Edition, Santa's Knocking, Pray You Know the Good List. Yes, hast du very good vorgelesen. Und ja, Rückseite würde ich mal sagen, Kurt, nimm mal das Mikro. Jawohl. Was sagst du zur Rückseite? Schaut ja ganz dufte aus. Ja. Man merkt, in die Kürze liegt die Würze. Nee, also Rückseite, typisch Mediabook, steht da Cover A, limitierte Auflage von 1000 Stück. Wo ist 1000 Stück da? Da steht da unten. 666. Da steht 1000 Stück. 1000 Stück? Ja. Hätte ich die falsche Limitierungskarte gegeben, hä? Nee, passt schon, mach weiter. Und so wie es ausschaut, ist es ein DVD-Mediabook. Ja. Ja, cool. Mach mal weiter. Auf, meine ich. Weiter auf. Hier befindet sich keine Disc drin. Ja, was? Ja, Blu-ray kommt noch. Ja, ihr müsst ihr machen. Ihr müsst jetzt, ich sehe hier nichts viel. Ich bin jetzt hier mal der. Ja. Oh, Nippel! Oh, shit, YouTube-Sperre! Fuck! Ja! Nochmal zurück. Oh nein. Das muss ich rausschneiden. Nein. Also doch, Cut. Doch, Cut. Oh, yes. Also gut, jetzt das nächste Bild überblenden wir mal. Oh, Nippel, Entschuldigung, nicht zu sehen. Uhuhuhu. Und wir machen mal weiter. Das Ding rückt immer weiter. Soll ich mal vielleicht machen wir irgendwie ja, mal. Ja, bitte. Ja, genau. Ja, und es gibt hier noch mehr nacktes Fleisch, denke ich, zu sehen, hoffe ich mal. Ja. Ach, guck mal, da gibt es einen abgeschnittenen Pimmel, oder? Was? Nein, das ist... Wow! Nein, das ist eine Zuckerstange. Also es ist auf jeden Fall schon mal sehr splattermäßig. Würde ich jetzt mal sagen, ne?
Ja, ich glaube, es ist ein bisschen blutig, ja. Ein bisschen blutig. Leider haben wir hier sehr wenig Text in diesem Mediabook enthalten. Ja. Oder es kommt noch. Aber rot passt dazu. Ja, ein Bild sagt mehr als 1000 Wörter, würde ich mal sagen. Allerdings, naja, ein bisschen Text wäre schon ganz cool. Hier ja. zum Beispiel sieht man ein wunderbares Bild, ja. wo die Augen mit einer Heckenschere zerstochen wird. Auch sehr witzig. Was im Auge drin. Ja. Auch ganz amüsant. Wir blättern hier mal weiter und dann haben hier ein, auch... Also, ich weiß nicht mehr. Knock, knock, weiter. Knock, knock. On Heaven's Door. Und noch mehr nackte Zeichen. Fuck, schon wieder Nippelalarm. Müssen wir auch rausschneiden. No! Oh, Scheiße! Wir haben doch kein Porno gekauft, verdammte Scheiße. Mann, warum habe ich dieses Mediabook nicht entdeckt, Mensch? Also ja. egal, wie der Film ist, das Booklet ist geil. Ja, und jetzt sind wir schon bei der DVD-Version angelangt, ohne Blu-ray. Deswegen steht da auch nur DVD ja. drauf und keine Blu-ray. Aber vielleicht bringt ja der liebe Santa die Blu-ray vorbei. Ja. Oder man Was kauft sich denn? Den Soundtrack. Dann... Glaube ich nicht, aber es gab da noch was. Wo ist denn Santa's Little Helper? Komm mal mit dem Sack vorbei. Soll ich mal den Sack auspacken? Wieder? Nee, halt mal meinen. Stängelchen. Meine Zuckerstange. Ja, es gab... Oh, ist da viel drin in dem Sack. Es gab auf jeden Fall zum Film eine Limitierungskarte. Wow. Jetzt bin ich bald so offen, dass ich ihm gleich einen hier. Gott sei Dank ist das Ding davor. Es gab eine Limitierungskarte dazu. Und die passt auch. Die passt auf. Also yeah. der Film ist limitiert auf 1000 Exemplare. Ich habe die Nummer 80. Passt zu meinem Jahrgang. Ich bin Jahrgang 80. Alter Sack. Ja, aber danke. Die Nummer 69 wäre mir lieber gewesen, aber okay, man kann nicht alles haben im Leben, wie eine Blu-ray. Und jetzt pack doch mal diese Limitierungskarte da ganz gemütlich rein. Ah ja, genau, die das hat er doch gesagt, die kommt da rein. Ja, wieso sagst du das dann nicht? Ja, weil ich es vergessen hatte. Da kommt die Limitierungskarte. Oh! Yeah. Yeah. Ja, liebe Freunde, aber das war's. Da was drin, Manuel. Ach shit, halt mal nochmal. Genau, der Verkäufer war so lieb und hat mir noch eine Schocki mit dazu gegeben. Ist es nicht geil? Absolut genial. Sowas gibt's nur auf der Börse in Nürnberg. Oh. Oh shit. Feed me! Feed me! Ja, komm, das ist schon abgebrochen. Vorsicht, ich hatte ihn schon zu lange in der Hand. Deswegen ist das Ding abgegangen. Ich wollte einfach. Schmeckt wahrscheinlich milchig. Ein bisschen viel Milchsäure drin. Aber macht nichts. Protein, Eiweiß ist immer gut. Ja, da gab es eine Schocki. Willst du? Auch mal beißen? Du Nein. hast es ja in der Hand gehabt. Ja, ich halte ihn wieder in der Hand. Ja, ist okay. Das war's also mit unserem kleinen, aber feinen Unboxing von der Börse in Nürnberg. Wie fandet ihr die Börse? Cool. Leider viel Geld ausgegeben. Ja, also over the top vom Budget? Zum Glück noch nicht. Zum Glück noch nicht. Du? Ich auch nicht. Du hast mehr getauscht, gell? Jupp. Okay. Dein Ding ist ja hier unten. Also das was du gekauft hast, ist da unten. Und du präsentierst ja deine Neuheiten auch dann auf deinem Kanal, oder? Ja. Mit meinem Sack werde ich es präsentieren, da wird schon alles passen. Ja, also er hat auch noch einen Jutesack dabei gehabt, der ist ziemlich prall gefüllt gewesen. Wenn ihr wissen wollt, was Godzilla-Fan 1990 sich alles zugelegt hat, guckt auf seinem Kanal. Wenn ihr wissen wollt, was der Stefan, der alte Lasch, unser Laschkätzchen, alles eingekauft hat, guckt auch auf seinen Kanal vorbei. Sehr gerne. Und dann würde ich mal sagen, falls wir uns nicht mehr sehen, fröhliche Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich krieg den Steckel, oder was? Ja, was du für ein Assi, hey! Das war's. Ende.